die drei Maximum-Entgeltpunkte für die Grundrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Für die Berechnung des Grundrentenzuschlags gibt es eine Mindestgrenze an Entgeltpunkten. Das ist die sogenannte Untergrenze. Und da sagt der Gesetzgeber, pro Kalendermonate anrechenbare Grundrentenbewertungszeit gibt es eine Untergrenze von 0,025 Entgeltpunkte. Wenn wir das multiplizieren mit 12, ergibt das 0,3 Entgeltpunkte pro Jahr. Das ist die sogenannte Untergrenze. Und im Gegensatz zu dieser allgemeinen Untergrenze gibt es auch noch drei Maximum-Höchstgrenzen für die Bewertung oder Berechnung des Grundrentenzuschlags. Und zwar, wir haben die Mindestversicherungszeit 33 Jahre Grundrentenzeit. Dann haben wir die maximal erreichbare Grenze hier an Entgeltpunkten von 0,4008. Das heißt also, wenn Sie mit jetzt schon festgestellten Rentenpunkten aus Ihrer bestehenden Rente im Schnitt über 0,4008 Entgeltpunkte liegen pro Jahr, haben Sie keinen Anspruch auf den Grundrentenzuschlag bei 33 Jahren. Bei 34 Jahren Grundrentenzeiten sind es genau 0,601 Entgeltpunkte, die Sie maximal pro Jahr im Schnitt erreichen können. Liegen Sie auch wieder darüber, haben Sie keinen Anspruch auf die Grundrente. Und bei 35 Jahren ist es sozusagen diese bekannte Durchschnittsgröße von 80% des Durchschnittseinkommens. Wir machen es ganz genau, das sind 0,8004 Entgeltpunkte im Schnitt pro Jahr. Ganz genau heißt es, wenn ich 35 Jahre Grundrentenzeiten habe und ich habe 0,8004 Entgeltpunkte und ich multipliziere das, komme ich dann auf einen bestimmten Wert, einen Entgeltpunktewert, und den multipliziere ich noch mit dem aktuellen Rentenwert 34,19 Euro, komme ich auf eine Bruttorente von 956,96 Euro Rente. Und wenn Sie in Ihrem Rentenbescheid sehen, dass Sie eine solche Rente haben in dieser Höhe, dann dürften Sie nach derzeitigem Stand keinen Anspruch auf die Grundrente haben. Damit ist der Grundrentenzuschlag sozusagen für Sie nicht mehr möglich, weil Sie einfach im Schnitt zu hohe Entgeltpunktewerte haben. Nur wer unter diesen Maximum-Entgeltpunktenwerten liegt, kann sich berechtigt Hoffnung auf den Grundrentenzuschlag machen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.